de l'homélie de Jean-Paul II pour la canonisation de la bienheureuse Marie Faustine Kowalska, dimanche 30 avril 2000. La canonisation de Sœur Faustine revêt une éloquence particulière. À travers cet acte, j'entends transmettre aujourd'hui ce message au nouveau millénaire. Je le transmets à tous les hommes afin qu'ils apprennent à connaître toujours mieux le véritable visage de Dieu et le véritable visage de leurs frères. L'amour de Dieu et l'amour des frères sont en effet indissociables, comme nous l'a rappelé la première épître de Jean. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. L'apôtre nous rappelle ici à la vérité de l'amour, nous montrant dans l'observance des commandements la mesure et le critère. Il n'est pas facile, en effet, d'aimer d'un amour profond, fait de dons authentiques de soi. Cet amour ne s'apprend qu'à l'école de Dieu, à la chaleur de sa charité. En fixant le regard sur lui, en nous harmonisant avec son cœur de père, nous devenons capables de regarder nos frères avec des yeux nouveaux, dans une attitude de gratuité et de partage, de générosité et de pardon. Tout cela est la miséricorde. Dans la mesure où l'humanité saura apprendre le secret de ce regard miséricordieux, la description idéale de la première lecture se révèle être une perspective réalisable. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait. Mais entre eux, tout était commun. Ici, la miséricorde du cœur est devenue également un style de rapport, un projet de communauté, un partage de biens. Ici, on fleurit les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Ici, la miséricorde est devenue une façon concrète d'être le prochain des frères les plus indigents. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo. Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, liebe Radio- oder Netzwerk, muss man ja heute sagen, Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserer Live-Übertragung eines noch nie dagewesenen Ereignisses vom Petersplatz in Rom. Heute werden zwei Päpste in das Register der Heiligen eingeschrieben. Johannes der 23., der Konzilspapst, und der reisende Papst Johannes Paul II. Zu dieser Live-Übertragung vom Petersplatz begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis von Radio Vatikan. Ich grüße sehr herzlich alle, die sich angeschlossen haben von Radio Maria der Weltfamilie, KTV, unsere Freunde von Radio Horeb, von EWTN-TV und Radio Horeb, von Radio Maria Österreich, Servus TV, Radio Gloria und dem Wiener Radio Stephansdom. Natürlich auch unsere sozusagen eigenen Zuhörer über Radio Vatikan. Nicht nur Papst Franziskus wird diese Heiligsprechung von zweien seiner Vorgänger heute vornehmen, auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. Wird dazu erwartet. Schon das eine Premiere hier auf dem Petersplatz, mehr als ein Jahr nach dem Amtsverzicht des Papstes aus Deutschland. Von der Fassade des Petersdomes blumengeschmückt hängen die Porträts der zwei neuen Heiligen.
herab. Abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio. Zwischen 500.000 und 800.000 Teilnehmer werden zu dieser großen Messfeier erwartet, vielleicht auch bis zu 1 Million. Aktuelle Zahlen dazu haben wir noch nicht. Mit einem Stock in der Hand und der bischöflichen Mitra auf dem Haupt betritt in diesem Augenblick Benedikt XVI., der emeritierte Papst, den Petersplatz, vom Petersdom herkommend, an seiner Seite sein langjähriger Sekretär und jetzt Präfekt des päpstlichen Hauses, der deutsche Kurienerzbischof Georg Genswein. Beifall für den Altpapst. Benedikt XVI. Grüßt sehr herzlich andere Mitglieder des Kardinalskollegiums und die Menschen hier auf dem Platz. Er hat schon vor ein paar Wochen im Petersdom erstmals an einer großen Erhebung und Schaffung neuer Kardinäle durch seinen Nachfolger Papst Franziskus teilgenommen. Das war sozusagen die Generalprobe für ein allmähliches, immer wieder mal Auftauchen des emeritierten Papstes in der Öffentlichkeit. Die Feier aus dem Vatikan wird über Videowände auf etliche große Plätze hier in Rom übertragen, zum Beispiel auf die Innenstadt Piazza Navona. Die Hotels in Rom und der näheren Umgebung sind seit Wochen weitgehend ausgebucht. Viele Menschen, das habe ich gestern Nacht bei einem Spaziergang um den abgesperrten Petersplatz gesehen, haben die Nacht auf Isomatten und in Schlafsäcken rund um die Via della Conciliazione verbracht. Die Mehrheit der Teilnehmer an der Heiligsprechungsfeier kommt wohl aus Polen. Aber natürlich sind auch viele Gäste hier aus der norditalienischen Heimat von Johannes dem 23. aus der Region von Bergamo. Das spanische Königspaar, Juan Carlos und Sofia, ist unter den offiziellen Delegationen hier auf dem Petersplatz. Mindestens 93 offizielle politische Delegationen gibt es heute insgesamt. Darunter sind 24 Staatsoberhäupter, allen voran die Präsidenten Italiens und Polens, Giorgio Napolitano und Bronislaw Komorowski, also aus den Heimatländern der beiden neuen Heiligen. Aus Polen, der Heimat Johannes Pauls, reist zudem der legendäre Arbeiterführer und frühere Präsident Lech Wałęsa an, der Friedensnobelpreisträger, der in seinem Einsatz für Freiheitsrechte in Polen in den 80er, 90er Jahren von Johannes Paul II. Moralisch unterstützt worden war. Deutschland ist heute bei der Feier auf dem Petersplatz durch die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, SPD, eine engagierte Katholikin, vertreten und außerdem durch den Bundestagsvizepräsidenten, den CSU-Politiker Johannes Sinkhammer. Aus Österreich nimmt Vizekanzler und Finanzminister Michael Spindelegger teil. Für die Schweiz ist der Vatikanbotschafter Pierre-Yves Füchs anwesend. Zur Heiligsprechung der beiden Päpste sind außerdem der belgische König Albert
Deux Albert II. Und Luxemburgs Großherzog Henri angereist. Die Europäische Union ist vertreten durch den Ratspräsidenten Hermann von Rompuy und den Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso. Zu den offiziellen Gästen gehören weiter die Staatspräsidenten von Bulgarien, Bosnien, Kroatien, dem Libanon, Litauen, Paraguay, Honduras, der Slowakei und Ungarns, sowie, gerade eben eingetroffen, auch der Diktator Robert Mugabe aus Simbabwe. Als Präfekt des päpstlichen Hauses kommt es dem deutschen Erzbischof Georg Genswein zu, die Staats- und Politgäste aus aller Welt auf dem Petersplatz zu begrüßen. Zwei heilige Päpste und zwei Päpste hier auf dem Petersplatz, nämlich der amtierende Papst Franziskus, noch nicht eingetroffen, und bereits hier der emeritierte Papst Benedikt XVI. So etwas hat es noch nie gegeben in der Kirchengeschichte. Der neue heilige Johannes der 23., er regierte von 1958 bis 63, war der Papst des Zweiten Vatikanischen Konzils. Mit der Einberufung dieser Großversammlung hat er die katholische Kirche stärker zum Dialog mit der Welt geöffnet. Johannes Paul II. Hingegen war der erste nicht-italienische Papst nach 455 Jahren. Sein Pontifikat, eines der längsten überhaupt in der Geschichte, reichte von 1978 ins neue Jahrtausend hinein bis 2005. Johannes Paul hat maßgeblich zum Ende des Ostblocks beigetragen. Bei 105 Reisen ins Ausland hat er die christliche Botschaft in insgesamt 140 Länder der Welt gebracht, fast überall hin außer nach Russland und China oder Vietnam konnte der, wie manche ihn nannten, eilige Vater reisen. Mit fast 27 Jahren war sein Pontifikat das zweitlängste in der Geschichte. Viele Menschen haben in den letzten Tagen an den Gräbern der beiden früheren Päpste im Petersdom gebetet. Als ich gerade eben hierhin in den Petersdom kam, habe ich auch viele Kardinäle dort knien sehen, die zum Teil noch vom jetzt heiligen Johannes Paul II., wie man sagt, kreiert worden sind. In der vergangenen Nacht hat es Gebetswachen in 13 Kirchen Roms gegeben, als Vorbereitung geistlicher Art auf die Heiligsprechung der beiden Päpste. Tra pochi istanti, la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di innalzare cartelli e sventolare bandiere. Ci uniamo al canto delle litanie dei Santi, con cui ha inizio la celebrazione. The entrance procession of the Eucharistic celebration. Sprecher erinnern die Menge auf dem Petersplatz daran, dass in wenigen Augenblicken die Feier beginnt. Die Menschen werden eingeladen, in Ruhe und innerer Sammlung an dem Ereignis teilzunehmen und nicht zu übermäßig Fahnen und Transparente zu schwenken. Mit der Allerheiligen-Litanei startet die Zeremonie der Heiligsprechungen. Der eigentliche Ritus der Heiligsprechungen ist abgetrennt von der Eucharistiefeier.
Zuerst also die Heiligsprechungen der beiden früheren Päpste, Johannes und Johannes Paul, und dann die Eucharistiefeier auf dem Petersplatz. Za kilka chwil procesja wejścia wprowadzi nas w celebrację mszy świętej. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by przeżyć ją z wiarą i w skupieniu, powstrzymując się od wznoszenia flag i transparentów. Włączmy się w śpiew litanii do wszystkich świętych, która rozpoczyna celebrację. In der katholischen Kirche sind seit dem Jahr 1588, dem Jahr, in dem das Verfahren zu Heiligsprechungen geordnet wurde, insgesamt 839 Menschen heilig gesprochen worden. Das geht aus einer Statistik hervor, die der Vatikan am Wochenende veröffentlicht hat. Die meisten Heiligsprechungen bisher hat Johannes Paul II. In 27 Jahren Pontifikat vorgenommen, nämlich 482. Mit der Konstitution Immensa Aeterna hatte Papst Sixtus V. im Januar 1588 die Heiligenverehrung neu geregelt. Die beiden ersten Heiligsprechungen neuer Art erfolgten im Pontifikat von Clemens VIII. Zwischen 1592 und 1605. Die nach Johannes Paul II. Größte Zahl von Heiligen proklamierte der Konzilspapst Paul VI. Ab 1963 mit insgesamt 84 neuen Heiligen. Bis auf den letzten Platz ist nicht nur der Petersplatz heute gefüllt, sondern auch die darauf zuführende Via della Conciliazione. Ein logistisches Meisterstück der italienischen Planer. Luftballons in den Farben des Vatikans, gelb-weiß, und in den polnischen Fahnen, in den polnischen Farben, rot-weiß, bestimmen das Bild. Angesagt war stürmisches Regenwetter, aber bisher sind höchstens ein paar Tröpfchen gefallen. Die Journalisten, die zu den Heiligsprechungen in Rom sind, wurden in den letzten Tagen mit Pressekonferenzen vom Vatikan geradezu überschwemmt. Aber ein Auftritt durfte auf die besondere Aufmerksamkeit der Pressemeute zählen. Das war, als es um die zwei Wunder ging, also um die zwei Frauen, die auf die Fürsprache von Johannes dem 23. bzw. Johannes Paul II. Geheilt worden sind auf medizinisch unerklärliche Weise.
Im Fall von Johannes Paul hat das entsprechende Wunder seine schnelle Heiligsprechung 9 Jahre nach seinem Tod ermöglicht. Bei Johannes hingegen hat Papst Franziskus für die Heiligsprechung vom Nachfolger dispensiert. In diesem Augenblick trifft der italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano auf dem Petersplatz ein. Napolitano grüßt natürlich auch den emeritierten Papst Benedikt den 16. Benedikt wirkt bewegt. Älter geworden, ja, aber wach. Mit der Allerheiligen Litanei, die traditionell vor Heilig- oder auch Seligsprechungen intoniert wird, beginnt nun die eigentliche Feier.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, wie oft haben wir den Petersplatz ähnlich voll erlebt? Vor 9 Jahren und vorher im Pontifikat von Johannes Paul II. Und jetzt wird er zur Ehre der Altäre erhoben ins Heiligenregister eingeschrieben. Die Allerheiligen-Litanei zu Beginn der Feier. Die liturgische Prozession zieht vom Petersdom kommend auf den Platz ein. Zunächst die Kardinäle und dann der Papst. Thank you.
unter den Kardinälen sehe ich auch Kardinal Reinhard Marx, den neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz aus München-Freising, und den emeritierten Erzbischof von Köln, Kardinal Joachim Meissner, einen engen Freund des jetzt heiligen Johannes Paul II. Natürlich ist auch Kardinal Stanislaw Ciewicz hier, der Krakauer Erzbischof, der jahrzehntelang der Sekretär von Johannes Paul II. War, schon in dessen Zeit als Erzbischof von Krakau. Ciewicz, der heute 75 Jahre alt wird, war die treibende Kraft hinter der Heiligsprechung des polnischen Papstes. Und Papst Franziskus, dem der Konzilspapst Johannes besonders am Herzen liegt, hat sozusagen Johannes noch mit dazu assoziiert, sodass es heute zur Heiligsprechung von gleich zwei Päpsten kommt. Das ist der Moment, in dem auch Papst Franziskus auf dem Petersplatz einzieht. Viele Kardinäle wollen natürlich auch noch den emeritierten Papst Benedikt begrüßen. Papst Franziskus trägt den Kreuzstab, der durch Johannes Paul II. Weltbekannt geworden ist.
Mit dem Weihrauchfass in der Hand verehrt Papst Franziskus den Hauptaltar. Dazu singt die Schola, wie neugeborene Kinder verlangt nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst und das Heil erlangt. Halleluja. Das ist ein Auszug aus dem ersten Petrusbrief. Papst Franziskus geht auf seinen Vorgänger Benedikt den 16. zu, um ihn auch noch kurz zu begrüßen. Mit dem Kreuzzeichen wird er jetzt die Feier eröffnen und dann wird der Verantwortliche für die Heiligsprechungen, der Präfekt der Heiligsprechungskongregation, Kardinal Angelo Amato, feierlich dreimal um die Heiligsprechung der seligen Päpste Johannes und Johannes Paul ersuchen. Die sogenannte dreimalige Petition, um die Bedeutung einer solchen Heiligsprechung zu unterstreichen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Kardinal Amato wird bei seiner ersten Petition von den Postulatoren begleitet, denjenigen, die die Verfahren vorangetrieben haben. Heiliger Vater, die heilige Mutterkirche bittet euch eindringlich darum, die seligen Johannes der 23. und Johannes Paul II. In das Verzeichnis der Heiligen aufzunehmen und vor allen Christgläubigen als Heilige öffentlich bekannt zu machen. Fratelli carissimi, Brüder und Schwestern, wir wollen unsere Bitten durch Christus vor Gott tragen, damit er auf die Fürsprache Mariens und aller Heiligen das, was wir jetzt beginnen, durch seine Gnade unterstütze. Herr, wir bitten dich, nimm die Bitten deines Volkes an, damit das, was wir nun vollziehen, dein Wohlgefallen finde und deine Kirche voranbringe. Amen. Amen.
Unanima precazione roborata, beatissime. Zweite Petition. Heiliger Vater, die Heilige Kirche bittet eindringlich darum, dass Eure Heiligkeit diese Ihre auserwählten Söhne in das Verzeichnis der Heiligen aufnehmen möge. Lasst uns also den lebendig machenden Geist anrufen, auf dass er unseren Geist und Sinn erleuchte und dass der Herr Jesus nicht zulasse, dass sich seine Kirche in einer so wichtigen Angelegenheit irrt. Komm, Schöpfergeist. Alle, die erst später eingeschaltet oder zugeschaltet sind, hier ist Radio Vatikan. Wir übertragen vom Petersplatz die Heiligsprechung von Johannes dem 23. und Johannes Paul dem 2. Wir grüßen alle Partnersender. Die dritte Petition durch Kurienkardinal Angelo Amato, die beiden bisher seligen Päpste ins Buch der Heiligen einzuschreiben. Heiliger Vater, im Vertrauen auf die Verheißung des Herrn, den Geist der Wahrheit zu senden, damit das Lehramt Sie zu jeder Zeit vor Irrtümern bewahrt, bittet die Heilige Kirche Euch eindringlichst, diese Ihre Auserwählten in das Verzeichnis der Heiligen aufzunehmen. Und jetzt die Heiligsprechungsformel. Zur Ehre der heiligsten Dreifaltigkeit, zum Ruhm des Glaubens und zur Vertiefung des christlichen Lebens bestimmen wir, Kraft der Autorität Jesu Christi, der Apostel Petrus und Paulus und unserer apostolischen Autorität, nach reiflicher Überlegung, Gebet, im göttlichen Beistand und auf den Rat vieler Brüder im Bischofsamt, dass die seligen Johannes der 23. und Johannes Paul II. Heilige sind.
Beatus Ioannem vicesimum tertium et Ioannem Paulum secundum sanctos esse decernimus et definimus. Wir nehmen sie in das Verzeichnis der Heiligen auf und setzen fest, dass sie in der ganzen Kirche als Heilige verehrt werden sollen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Das war der entscheidende Moment. Die Kirche hat zwei neue Heilige. Es sind die Päpste Johannes Paul II. Und Johannes XXIII. Ein einmaliges Ereignis in der über 2000-jährigen Geschichte der Kirche, dass offiziell zwei Päpste gleichzeitig zu Heiligen erklärt werden. Jubilate Deo, jauchzet Gott, singt dem Herrn, ihr Gerechten jubelt vor dem Herrn, für die Frommen ziemt es sich, Gott zu loben, singt der Chor. Psalm 33. Das ist ein bewegender, ein großer Moment für die Kirche, unterstrichen auch durch die Anwesenheit von gleich zwei Päpsten hier auf dem Platz, dem emeritierten Papst Benedikt und dem amtierenden Papst Franziskus. Zahlreiche Menschen in aller Welt sind in diesem Moment durch Mondo Vision zugeschaltet. In vielen Kinos, auch in Deutschland, wird das Ereignis in 3D übertragen. Und natürlich schauen auch viele an Fernsehschirmen oder an ihren Radiogeräten zu, von Essen bis Ouagadougou. An Sie alle ein herzlicher Gruß vom Petersplatz. Reliquien der neuen Heiligen werden zum Papst gebracht und von diesem verehrt. Die Reliquien Johannes Pauls II. Werden von einer 51-jährigen Frau aus Costa Rica getragen, die auf den Tod daniederlag und am Tag der Seligsprechung Johannes Pauls II. 2011 auf medizinisch unerklärliche Weise auf seine Fürsprache hin geheilt wurde. Dieses von Ärzten untersuchte und von der Kirche anerkannte Wunder hat den Weg zur Heiligsprechung von Papst Wojtyła nur 9 Jahre nach seinem Tod freigemacht. Die Reliquien des heiligen Johannes XXIII. Werden vor allen Dingen von seinen Familienmitgliedern getragen, der Familie Roncalli aus der Gegend von Bergamo.
eine Ampulle mit dem Blut Johannes Pauls II. Sowie ein Stückchen Haut Johannes des 23. Das ist in den Reliquiaren hier auf dem Petersplatz jetzt zur Verehrung durch die Gläubigen präsentiert. Eine Verneigung vor den Reliquien des Papa Buono, des Konzilspapstes Johannes, durch eine Ordensfrau aus Neapel, die vor Journalisten in den letzten Tagen sehr bewegend erzählt hat, wie sie Zeugin eines Wunders durch Papst Roncalli geworden ist. Er heilte ihre todkranke Mitschwester im Jahr 1966. Dieses Wunder durch Papst Johannes wurde bereits zu seiner Seligsprechung durch Johannes Paul II. Im Jahr 2000 anerkannt. Und Papst Franziskus hat für die Heiligsprechung des Roncalli-Papstes Johannes auf den Nachweis eines weiteren Wunders verzichtet. Als Papst darf er das. Zwei große Männer, zwei große Päpste, die die Kirche jetzt ins Register der Heiligen eingeschrieben hat. Johannes der 23. wurde schon zu seinen Lebzeiten als Heiliger behandelt und schon seit seinem Tod vor 51 Jahren galt ihm viel Verehrung wegen seiner Herzensgüte, seiner Bescheidenheit und seiner Menschlichkeit. Johannes der 23. hat auch Großes geleistet für die Kirche. Unter anderem durch seine Friedensenzyklika Pacem in Terris, Frieden auf Erden von 1963 und durch den Anstoß zum prophetischen Zweiten Vatikanischen Konzil, das in der Kirche die Türen geöffnet hat für das Gespräch mit der modernen Welt, mit anderen Religionen und christlichen Konfessionen und mit Glaubenslosen. Kurienkardinal Angelo Amato wird sich jetzt bei Papst Franziskus bedanken für die Heiligsprechung. Heiliger Vater, im Namen der Heiligen Kirche sage ich innigen Dank für die vollzogene Heiligsprechung und ersuche gleichzeitig demütig um ihre Veröffentlichung in einem apostolischen Schreiben. Uteam sanctitas vestra, super per acta canonizzazione, litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Wir ordnen das an. Das Gloria.
dem Gloria das Tagesgebet und dann der Wortgottesdienst. Oremus. Deus misericordias in pitié. Barmherziger Gott, durch die Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft worden sind. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Die erste Lesung aus der Apostelgeschichte in italienischer Sprache. Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er brauchte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt, und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. E le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Verbo Domini. Psalm aus Psalm 118. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. So soll das Haus Aaron sagen, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Huld währt ewig. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht.
Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Die zweite Lesung aus dem ersten Petrusbrief wird in polnischer Sprache vorgetragen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfung leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen, und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Na chwałę, sławę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. Verbum Domini. Vor dem Evangelium eine österliche Sequenz. Tod und Leben, die kämpften unbegreiflichen Zweikampf. Des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun lebend. Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen. Das Grab des Herrn sah ich offen und Christus von Gottes Glanz umflossen. Sah Engel in dem Grab, die Binden und das Linnen. Er lebt, der Herr meiner Hoffnung, er geht euch voran nach Galiläa. Ja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft erstanden. Du Sieger, König, Herr, hab Erbarmen. Christus, 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 Christus
Er ruft vor dem Evangelium. Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das Evangelium wird heute auf dem Petersplatz, wie das bei besonders feierlichen Augenblicken üblich ist, zunächst auf Lateinisch und dann auf Griechisch vorgetragen. Widerschein der Geschichte des frühen Christentums. Dominus vobiscum. Et Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi Domine. Aus dem Johannesevangelium. Cum esset sero diei la prima sabbatorum, et fores essent clause, ubi erant discipuli propter metum judeorum. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten hinterher zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan.
Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Et post dies octo iterum erant discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus Ianuis clausis, et estetit in medio ed ixit pax vobis. Deinde dicit Thome, inferre digitum tuum huc et vide manus meas, et affer manum tua emite in latus meum, et noli fieri incredulus sed fidelis. Respondit Thomas et dixit ei, Nominus meus et Deus meus. Dicite, Iesus, quia vidisti me, credidisti, beati qui no viderunt et crediderunt. Multa quidem et alia signa fecit Iesus in cospecto discipulorum suorum, quae non sum scripta in libro hoc. Ec autem scripta sunt, ut credati sequia Iesus est Christus filius Dei, et ut credentes vitam ea beatis in nomine Iesus. Verbum Domini. Dasselbe Evangelium wird jetzt von einem griechisch-orthodoxen Diakon noch einmal auf Griechisch verkündet. Sophia orthia cusomento agio evangelium. Eirini passi. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Συνοψίας τη μέρα εκείνη τιμία Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητέ δια των φόβων των Ιουδαίων ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής ειρήνη μην και τούτο υπόν έδειξεν τας χείρας και την πλευράν αυτής. Εχάρισαν ούν οι μαθητέ ειδώντες των Κύριων, είπεν ούν αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλκεν με ο Πατήρ καγό πέμπο ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, Λάβετε πνεύμα Άγιον, αντίνον αφείτε τας αμαρτίας αφέονται αυτής, αντίνον κρατείτε και κράτηντε.
Thomas de eis ek ton dodeca o legomenos didimos, ukin met afton ote ilthen Iisus. Elegon un afto i alli mathite, eurakamen ton Kyrion. O de ipen aftis, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω τον δάκτυλον μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω μου την χείρα εις την πλευράν αυτού που μη πιστεύσω. Και με θυμέρας όκτω πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστι εις το μέσον και είπεν ειρήνη μην. Ήτα λέγει το Θωμά, φέρε τον δάκτυλον σου όδε και είδε τα χειράς μου και φέρε την χειρά σου και βάλε εις την πλευράν μου και μη γίνου άπιστος, αλλά άπιστος. Απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό Ιησούς, ότι όρακας με επεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίσεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αουκέστην και γραμμένα εν το βιβλίο τούτο, ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς έστιν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και είναι απιστεύοντες. Ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Griechisch-katholische, nicht-orthodoxe Diakon hat das Evangelium auch auf Griechisch vorgetragen nach der lateinischen Fassung und bringt das Evangelienbuch dem Papst, der es zum Zeichen der Verehrung küssen und damit dann die Gemeinde segnen wird. Dabei singt die Schola auf viele Jahre Heiliger Vater ad multos annos. Es folgt die Predigt von Papst Franziskus in italienischer Sprache. Thank you.
al centro di questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua e che San Giovanni Paolo II ha voluto intitolare alla Divina Misericordia. Im Mittelpunkt dieses Sonntags, der die Osteroktav beschließt und den Johannes Paul II. Der göttlichen Barmherzigkeit geweiht hat, stehen die glorreichen Wunden des auferstandenen Jesus. Schon beim ersten Mal, als Jesus am Abend des Tages nach dem Sabbat, dem Tag der Auferstehung, den Aposteln erschien, zeigte er ihnen seine Wunden. An jenem Abend, wir haben das gehört, war Thomas aber nicht dabei. Und als die anderen ihm sagten, sie hätten den Herrn gesehen, antwortete er, er glaube nicht, bevor er jene Wunden nicht gesehen und berührt hätte. 8 Tage darauf erschien Jesus erneut im Abendmahlsaal inmitten der Jünger. Und auch Thomas war da. Jesus wandte sich an ihn und forderte ihn auf, seine Wunden zu berühren. Und da kniete dieser ehrliche Mann, der daran gewöhnt war, alles selbst zu überprüfen, vor Jesus nieder und sagte, mein Herr und mein Gott. Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma sono anche la verifica della fede. Per questo die Wunden Jesu sind ein Ärgernis für den Glauben, aber sie sind auch ein Nachweis für den Glauben. Darum verschwinden die Wunden nicht am Leib des auferstandenen Christus, sie bleiben, denn diese Wunden sind das ständige Zeichen der Liebe Gottes zu uns und sie sind unerlässlich für das Glauben an Gott. Nicht um zu glauben, dass Gott existiert, sondern um zu glauben, dass Gott Liebe ist, Barmherzigkeit und Treue. Der heilige Petrus nimmt die Worte des Propheten Jesaja auf und schreibt an die Christen, durch seine Wunden seid ihr geheilt. San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le Die heiligen Johannes der 23. und Johannes Paul II. Hatten den Mut, die Wundmale Jesu anzuschauen, seine verwundeten Hände und seine durchbohrte Seite zu berühren. Sie haben sich der Leiblichkeit Christi nicht geschämt, haben an ihm, an seinem Kreuz, keinen Anstoß genommen. Sie haben die Leiblichkeit des Mitmenschen nicht gescheut, denn in jedem leidenden Menschen sahen sie Jesus. Sie waren zwei mutige Männer, erfüllt vom Freimut des Heiligen Geistes. Und sie haben der Kirche und der Welt Zeugnis gegeben von der Güte Gottes und von seiner Barmherzigkeit. Sie waren Priester, Bischöfe, Päpste des 20. Jahrhunderts. Dessen Tragödien haben sie erfahren, sind davon aber nicht überwältigt worden. Stärker war in ihnen Gott. Stärker war der Glaube an Jesus Christus, den Erlöser des Menschen und Herrn der Geschichte. Stärker war in ihnen die Barmherzigkeit Gottes, die sich in diesen 5 Wunden Jesu offenbart. Stärker war die mütterliche Liebe Mariens. Era la vicinanza materna di Maria. In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo. In diesen beiden Männern, die in der Betrachtung der Wunden Christi lebten und Zeugen seiner Barmherzigkeit waren, wohnte eine lebendige Hoffnung, vereint mit unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude. Die Hoffnung und die Freude, die der auferstandene Christus seinen Jüngern schenkt und die nichts und niemand ihnen nehmen kann. Die österliche Hoffnung, die österliche Freude, die den Schmelztiegel der Entäußerung und der inneren Leere, der Nähe zu den Sündern bis zum Letzten, bis zum Überdruss angesichts der Bitterkeit dieses Kelches durchschritten haben. Das sind die Hoffnung und die Freude,
mit denen die beiden heiligen Päpste vom auferstandenen Herrn beschenkt wurden und die sie ihrerseits in Fülle an das Volk Gottes verschenkt haben, wofür sie ewigen Dank empfangen. Eterna riconoscenza. Questa speranza e questa gioia si respiravano nella prima comunità dei credenti a Gerusalemme. Diese Hoffnung und diese Freude bildeten das Klima, in dem die Urgemeinde der Gläubigen in Jerusalem lebte. Wir haben davon in der Apostelgeschichte in der zweiten Lesung gehört. Es ist eine Gemeinde, in der das Wesentliche des Evangeliums gelebt wird, nämlich die Liebe und die Barmherzigkeit, in Einfachheit und Brüderlichkeit. Und das ist das Bild der Kirche, das dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorschwebte. Johannes der 23. und Johannes Paul II. Haben mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet, um die Kirche entsprechend ihrer ursprünglichen Gestalt wiederherzustellen und zu aktualisieren, entsprechend der Gestalt, die ihr im Lauf der Jahrhunderte die Heiligen verliehen haben. Vergessen wir nicht, dass es gerade die Heiligen sind, die die Kirche voranbringen und wachsen lassen. In der Einberufung des Konzils hat Johannes der 23. eine feinfühlige Folgsamkeit gegenüber dem Heiligen Geist bewiesen. Er hat sich führen lassen und war für die Kirche ein Hirte, ein geführter Führer. Das war sein großer Dienst an der Kirche. Geführt vom Heiligen Geist. Darum denke ich gerne an ihn. Als Papst der Fügsamkeit, der Folgsamkeit gegenüber dem Geist. In diesem Dienst am Volk Gottes ist auch Johannes Paul II. Dann der Papst der Familie gewesen. So wollte er, wie er selbst einmal sagte, in die Erinnerung eingehen als Papst der Familie. Ich hebe das gerne hervor, weil wir gerade einen Weg zur Synode über die Familie und mit den Familien beschreiten. Einen Weg, den er vom Himmel her sicher begleitet und unterstützt. Mögen diese beiden neuen heiligen Hirten des Gottesvolkes mit ihrer Fürsprache für die Kirche eintreten, damit sie in diesen 2 Jahren des Synodenwegs fügsam sei gegenüber dem Heiligen Geist in ihrem pastoralen Dienst an der Familie. Mögen beide uns lehren, keinen Anstoß zu nehmen an den Wunden Christi und in das Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit einzutreten, die immer hofft und immer verzeiht, weil sie immer liebt. Ein Moment des stillen Nachdenkens nach der Predigt von Papst Franziskus. Er hat die beiden neuen Heiligen, seine Vorgänger, als mutige Menschen gewürdigt. Sie seien erfüllt gewesen vom Freimut des Heiligen Geistes und hätten der Kirche und der Welt Zeugnis gegeben von der Güte Gottes und von seiner Barmherzigkeit. Da klingen gleichzeitig die großen Themen im Pontifikat dieses argentinischen Papstes deutlich mit an. Sie waren Priester, Bischöfe, Päpste des 20. Jahrhunderts, so Franziskus, dessen Tragödien haben sie erfahren, sind davon aber nicht überwältigt worden. Stärker war in ihnen Gott, stärker war der Glaube an Jesus Christus, den Erlöser des Menschen und Herrn der Geschichte.
Beide heilige Päpste seien Mitarbeiter des Heiligen Geistes gewesen, um die Kirche in ihrer ursprünglichen Gestalt wiederherzustellen und zu aktualisieren, so Papst Franziskus. Es seien gerade die Heiligen, die die Kirche voranbringen und sie wachsen lassen. In der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils habe Johannes der 23. eine feinfühlige Folgsamkeit gegenüber dem Heiligen Geist bewiesen. Er sei ein vom Geist geführter Führer gewesen. Und darum nennt ihn der Papst den Papst der Folgsamkeit gegenüber dem Geist. Hingegen erscheint ihm Johannes Paul als Papst der Familie. Das Glaubensbekenntnis. Thank you.
folgen die Fürbitten in mehreren Sprachen. Zu Gott, dem Vater, der sich uns im Ostergeheimnis in seiner göttlichen Barmherzigkeit genaht hat, erheben wir die Gebete, die der Heilige Geist in unseren Herzen weckt. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María. Auf Spanisch, dass die Schönheit des neuen Lebens stets in der Kirche aufstrahle und dass alle Menschen in ihr Jesus erkennen, der auferstanden ist und lebt. Y que todos los hombres reconozcan en ella a Jesús resucitado y vivo. Auf Arabisch für alle, die vom rechten Weg abgekommen sind, auf dass sie in ihrer Nacht schließlich Jesus begegnen, der auferstanden ist. Father, through the prayers of the martyrs and auf Englisch für alle kürzlich neu Getauften, auf dass alle Menschen in ihnen die Gegenwart Jesu erkennen mögen. In them may all people know the presence of Jesus risen and alive. Auf Chinesisch, auf die Fürsprache des heiligen Johannes des 23. Entreiße die Gedanken und Entscheidungen der Lenker der Völker aller Spirale des Hasses und der Gewalt. Die französische Fürbitte wird jetzt von einer Ordensfrau vorgetragen, die von Johannes Paul II. Geheilt worden ist. Und dieses Wunder hat zur Seligsprechung von Johannes Paul II. 2011 geführt. Sie betet darum, dass auf die Fürsprache Johannes Pauls II. Die Menschen in Kultur, Wissenschaft und Regierung stets sich einsetzen für die Würde des Menschen. Dignité de l'homme et fait qu'en chaque personne soit servi Jésus ressuscité et vivant. Vater, erkenne in unseren Stimmen die Stimme des Auferstandenen wieder. Erfülle uns durch die Kraft seiner Auferstehung mit deinem Heil. Amen. Gabenbereitung. Einige Gläubige bringen dem Papst die Opfergaben. Dazu singt die Schola: Ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab und sagte zu den Frauen: Der, den ihr sucht, ist auferstanden, wie er gesagt hat. Halleluja.
Papst Franziskus umschreitet den Altar mit dem Weihrauchfass zum Zeichen der Verehrung. Das ist der Beginn der eigentlichen Eucharistiefeier. Durch Pater Lombardi, den Sprecher von Papst Franziskus, habe ich gerade erfahren, dass 500.000 Menschen hier auf dem Platz und in den umliegenden Straßen sind. Wenn man auch noch die dazu nimmt, die auf römischen Plätzen, Piazza Navona, am Forum Romanum und so weiter, das Geschehen über Videoleinwände verfolgen, dann könne man, so Pater Lombardi, von 800.000 Teilnehmern hier in Rom sprechen. Orate fratres, ut meum a vestrum sacrificium, acceptabili fiat apo Deum Patrem omnipotentem. Gabengebet. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und die Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Amen. Dominus obiscum. Sursum corda. Gracias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum iustum est, ecum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in ac potissimum die gloriosius predicare con Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparabit. Qua propter profusis pascalibus gaudiis, toto in orbe terrarum mundus exultat, sed in superne virtutes atque evangelice potestates, innum glorie tue concinum sine fine dicentes. Das Heilig.
Vere Sanctus est Domine, et merito te laudam Domini sancte condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non destinis, ut a solis orto, usque ad occasum, oblatio munda offerator nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit. Fregit, dedicque discipulis suis, dices, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Das ist der Moment der heiligen Wandlung. Similo modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Geheimnis des Glaubens. Mysterium fidei. Mortem tua, annunciamus Domine, et tua resurrezione confidemus. Ore Memore sigitur Domine, eius in filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ucchi corpore et sanguine, fili tui reficimu, Spiritus Sancti repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, ac Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Santo Ioanne et Ioanne Paulo, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari. Ec hostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide caritate firmare digneris, cum famolo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni popolo acquisitionis tue.
voti suius familie, quantivi a stare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos, ubique dispersos, tibi, clemens pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex os seculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Es folgt das Vaterunser. Precepti salutaribus moniti e divina institutione formati Odemo dicere. Quae sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, se fiden ecclesiae tue, e anque, secundum voluntatem tuam, pacificare e coadunare dignieris. Qui vivis regnas in saecula saeculor. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pace. Einladung zum Friedensgruß. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Während die Priester, Bischöfe, Päpste hier auf dem Platz den Friedensgruß tauschen, jetzt gerade zum Beispiel Papst Franziskus mit dem Krakauer Kardinal Cziwicz, schwärmen bereits die Priester auf dem Platz aus und bereiten sich auf die Kommunionausteilung vor. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Nimmt den Friedensgruß vieler umstehender Kardinäle entgegen.
Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine nostrum dignus, ut hic fretur peccum meum, sed tantum mi cerco, et sanabitur anima mea. Auf dem Petersplatz beginnt die Kommunionausteilung. Dazu singt die Schola Auszüge aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums und aus Psalm 118. Streck deine Hand aus und berühre die Male der Nägel und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Kombiniert mit dem Psalmtext, danke dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig, der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Gesang nach dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Wo die wahre Güte ist, da ist Gott. Seht, uns führt Christi Liebe zusammen, lasst uns fröhlich singen und uns in ihm freuen.
fürchten wir und lieben wir den Gott des Lebens, und einander seien wir reinen Herzens gut. Ein Hinweis für Sie, liebe Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Vernetzte. Nach der Kommunionausteilung kommt nicht sofort der Schlusssegen, sondern zunächst das österliche Mittagsgebet von Papst Franziskus. Die Päpste beten seit Dutzenden von Jahren immer am Sonn- und Feiertag ein Mittagsgebet, normalerweise den Angelus, Engel des Herrn, und in der Osterzeit das Regina Coeli, freu dich, du Himmelskönigin. Zu diesem Regina Coeli-Gebet wird es eine neue Ansprache von Papst Franziskus geben, dann den Schlusssegen, und danach wird Papst Franziskus zunächst die politischen und staatlichen Delegationen hier auf dem Platz begrüßen und mit dem Papamobil eine Runde durch die Menge drehen. Zwei neue Heilige hat die Kirche seit diesem Sonntag. Johannes den 23., den Konzilspapst, der von 1958 bis 63 auf dem Stuhl des Petrus saß, und Johannes Paul II., der von 1978 bis 2005 Nachfolger des Petrus war. Johannes war der Konzilspapst, der die Kirche mit der Einberufung des Zweiten Vatikanums zum Dialog mit der Welt, mit der Kultur von heute, mit den Religionen und verschiedenen Ausformungen des Christentums geöffnet hat. Johannes Paul II. War der erste Nicht-Italiener auf dem Stuhl Petri seit 455 Jahren. Er hat maßgeblich zum Ende des Ostblocks beigetragen und bei über 100 Auslandsreisen die Botschaft des Christentums in 140 Länder der Erde gebracht. Mit fast 27 Jahren war sein Pontifikat das zweitlängste überhaupt in der Geschichte der Kirche. Von der Fassade des Petersdomes hängen Porträts der neuen Heiligen seit Freitagmorgen herab. Der Petersdom
öffnet heute Nachmittag um 14 Uhr bis in die Nacht hinein gegen 22 Uhr, um den vielen Pilgern, die nach Rom gekommen sind, ein Gebet an den Gräbern der beiden jetzt heiligen Päpste in St. Peter zu ermöglichen. Thank you.
immer wieder mal schaut der emeritierte Papst Benedikt XVI., der bei den Kardinälen sitzt, hinüber zu seinem Nachfolger Franziskus, der auf dem Stuhl der Päpste sitzt, auf dem vor einigen Jahrzehnten auch Johannes der 23. und Johannes Paul II. Gesessen haben, die jetzt heilig gesprochenen Päpste. Im dritten eucharistischen Hochgebet hier auf dem Petersplatz wurden zum ersten Mal auch die Namen von Johannes dem 23. und Johannes Paul dem 2. als Heiligen genannt. Let us keep prayerful silence for some brief moments. Guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. Trwajmy kilka chwil w cichej modlitwie. Ein kurzer Moment des Schweigens und des Gebets. Das Schlussgebet. Oremus, concede questus Domine. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir Leib und Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken. Es folgt die Ansprache zum Regina Zöli und dann das österliche Mittagsgebet selbst. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa festa della fede, desidero salutare e ringraziare tutti voi. Liebe Brüder und Schwestern, bevor ich dieses Fest des Glaubens abschließe, grüße und danke ich euch allen sehr herzlich, Kardinälen, Bischöfen, Priestern, aus aller Welt. La mia riconoscenza va alle delegazioni. Ich grüße alle offiziellen Delegationen aus so vielen Ländern, die heute zwei Päpste ehren, welche auf unauslöschliche Weise für Entwicklung der Völker und Frieden gearbeitet haben. Ein besonderer Dank an die italienischen Behörden für die wertvolle Zusammenarbeit. Con grande affetto, saluti pellegrini. Herzliche Grüße an die Pilger aus den Bistümern von Bergamo und Krakau. Carissimi, meine Lieben, ehrt das Andenken der beiden heiligen Päpste und folgt ihren Lehren. Ich danke allen, die mit Großzügigkeit diese Tage vorbereitet haben. Das Bistum Rom mit Kardinal Vallini, die Stadtverwaltung von Rom, die Sicherheitskräfte, die verschiedenen Organisationen, Verbände und die vielen Freiwilligen. Danke euch allen. Ich grüße alle Pilger hier auf dem Petersplatz, in den umliegenden Straßen und an anderen Orten von Rom. Und ich grüße auch alle, die über Radio, Fernsehen oder Internet
mit uns verbunden sind. Ich danke auch den Medien, die so vielen Menschen die Möglichkeit gegeben haben, hier mitzumachen. Den kranken und alten Menschen, denen die neuen Heiligen besonders nahe waren, gilt mein besonderer Gruß. Und jetzt wenden wir uns im Gebet an die Jungfrau Maria, die die Heiligen Johannes der 23. und Johannes Paul II. Wie Kinder geliebt haben. Freu dich, du Himmelskönigin. Halleluja. Es folgt der Schlusssegen von Papst Franziskus. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Jesu Christi, mundum letificare degnatus est. Presta quesum, ut per eius genetrice in Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae per il Christum Dominum nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidebus defunctis, requiem aeterna dona mine. Et lux perpetua nocere eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Thank you.
Wieder mal begrüßen sich die beiden Päpste, der emeritierte Benedikt und der amtierende Franziskus. Ja, und ich danke allen, die bis hierhin mit dabei waren bei unserer Live-Übertragung von der Heiligsprechung der beiden Päpste, Johannes des 23. und Johannes Paul des 2. Allen, die gleich ausschalten, sage ich vergelt's Gott und vielen Dank. Denen, die noch mit dabei bleiben, sage ich, jetzt kommt noch ein Gruß von Papst Franziskus an die anwesenden politischen und staatlichen Delegationen. Ich habe eine lange Liste der Delegationen, die sich aus vielen Teilen der Welt angemeldet haben, und vielleicht erkennen wir auch den ein oder anderen. Am Anfang waren die Teilnehmer der Messfeier hier auf dem Petersplatz per Lautsprecher gebeten worden, doch bitte nicht die ganze Zeit Fahnen und Transparente zu schwenken, aber jetzt dürfen sie, und das nutzen vor allen Dingen die polnischen Landsleute des neuen Heiligen Johannes Paul II. Aus. Franziskus grüßt in diesem Moment den italienischen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano, der hier die Heimat des neuen Heiligen Johannes des 23. vertritt. Der polnische Präsident Borislaw Komorowski hingegen vertritt hier Polen, die Heimat von Johannes Paul II. Komorowski wurde gestern in Sonderaudienz von Papst Franziskus empfangen. Am Stock der spanische König Juan Carlos mit seiner Frau Sofia. Die Klänge, die Sie da zu hören, sind schon deutlich Johannes Paul II. Stil. Wie bei seinen großen Weltjugendtagen, einer der genialen Initiativen des Heiligen Papstes. Aus Belgien der frühere König mit seiner Frau, König Albert II. Der Großherzog von Luxemburg
Bruder Lichtenstein, ich bitte um Verzeihung, wenn ich einige der hier auflaufenden Vertreter von Staaten und Politik falsch zuordne, denn es sind fast alle Staaten der Welt hier heute auf dem Petersplatz vertreten. La libertad siempre de nuevo tú descubrirás, es como un don que te llega. Ja, das war eben, sehe ich gerade, Prinz Hans Adam II. Von Liechtenstein. Der Großmeister des Malteserordens. Normalerweise haben die Päpste bislang die Vertreter von Staaten und Politik im Petersdom empfangen. Franziskus ändert das jetzt. Ein afrikanischer Staatspräsident. Ich glaube, es ist der Präsident von Benin mit seiner Frau. In den meisten der Länder, die heute hierhin offizielle Delegation geschickt haben, ist Johannes Paul II. Auf seinen über 100 Auslandsreisen in 27 Jahren Pontifikat auch selbst gereist. Grazie. Sono di nuovo faccio le parole di pace Giovanni Paolo II. Grazie. Viele Pilger auf dem Petersplatz haben nicht nur Bilder der neuen heiligen Päpste, sondern auch andere heiligen Darstellungen, zum Beispiel das Bild von der göttlichen Barmherzigkeit, das die polnische Heilige Faustina Kowalska gemalt hat. Ihre Visionen waren die Inspiration für Johannes Paul II., diesen im deutschen Sprachraum als Weißen Sonntag bekannten Sonntag, normalerweise Tag der Erstkommunion, auch als Tag der göttlichen Barmherzigkeit zu begehen. Und es war am Vorabend der Vigil dieses Sonntags der göttlichen Barmherzigkeit, dass Johannes Paul II. 2005 gestorben ist. Gerade eben ein Gruß des Papstes an den ungarischen Staatspräsidenten János Áder mit seiner Frau.
tief bewegt mit einer Flagge Costa Ricas. Floribeth Diaz, die von Johannes Paul II. Auf Fürsprache von Johannes Paul II. 2011 von ihrer Todkrankheit geheilte Frau, deren Zeugnis und Wunderdokumentation wesentlich war für die Heiligsprechung des polnischen Papstes nur 9 Jahre nach seinem Tod. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das nimmt ja gar kein Ende mit den offiziellen Delegationen, die Papst Franziskus noch begrüßt. Danach wird er eine Runde im Papamobil auf dem Petersplatz drehen. Und mit diesen Bildern darf ich mich schon einmal sehr herzlich von Ihnen verabschieden. Ich bin Stefan von Kempis von Radio Vatikan und ich durfte Sie durch diese Stunden, die in die Kirchengeschichte eingehen werden, begleiten. Mein herzlicher Gruß an alle, die zugeschaltet waren von unseren befreundeten Radio- und Fernsehsendern. Herzliche Grüße an Sie alle, einen schönen Sonntag noch. Und ich möchte schließen mit den Worten, mit denen Radio Vatikan seit über 80 Jahren jedes seiner Programme offiziell beschließt. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus. Ihnen allen einen schönen Sonntag.
Thank you.
Thank you.
and proceed in the direction of the outside.